Also die Bereitschaft zu diesem persönlichen Risiko, die ist, glaube ich, vor Ort auch Stück für Stück gewachsen. Also der allererste Impuls war, glaube ich, die Neugier einfach. Also es gibt aus der Region einfach sehr wenig Berichterstattung, sag ich mal, on the ground, sondern wenn wir was von Syrien mitbekommen, sind es eben die Konferenzen im Ausland oder so vor allem. Aber was eigentlich vor Ort passiert, wie dieses Land verwaltet wird, wie der Kampf aussieht, wie die Bewegung funktioniert, da erfahren wir sehr wenig drüber. Es gibt eben nur Propaganda des Feindes und die eigene, aber wirklich einen differenzierten Eindruck kann man davon kaum kriegen, wenn man nicht vor Ort ist. Das ist, glaube ich, das Erste, was mich gereizt hat. Und dann habe ich nach einem Weg gesucht, dorthin zu kommen. Und dann war der ursprüngliche Plan eigentlich, sich dem Medienteam der Armee anzuschließen. Also ich wollte schon irgendwie, sag ich mal, da sein, wo es knallt, aber ich wollte nicht selber schießen. Ich wollte Kriegsberichterstatter werden für das JPG Press Office, also die eigenen Medien der bewaffneten Kräfte. Dafür wurde ich aber natürlich auch, weil ich als JPG-Freiwilliger dorthin kam, eben auch militärisch ausgebildet, war in der militärischen Struktur, wurde von militärischen Lehrern unterwiesen, war mit anderen Internationalisten dort, die eben auch militärische Ambitionen hatten. Und das war halt ja, ein Moment des Umdenkens, glaube ich auch. Also vor allem waren es, glaube ich, die Lehrer da, also weil die Lehrer eben wirklich seit Jahrzehnten in der Bewegung aktiv sind, selber gekämpft haben, viel verloren haben, Familienmitglieder, eigene Gliedmaßen teilweise sogar und trotzdem immer weitergemacht haben und diesen Geist der Revolution wirklich im Alltag gelebt haben und trotzdem mich als Deutschen, der da hinkommt, sehr ernst genommen haben, mit mir gesprochen haben. Wir hatten ein sehr freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen. Und dann war für mich relativ schnell klar, okay, ich komme hier hin, um diesen Menschen zu helfen, aber diese Menschen sind eigentlich, also haben eigentlich ein viel höheres Level an Commitment, das ich jetzt habe, als so Internationalist da hinzukommen. Also man denkt sich ja immer, oh, man kommt da hin, man ist irgendwie, das ist schon ein großer Schritt, das ist super vorbildlich, aber dann ist man da und sieht, okay, die Menschen, die hier sind, die machen viel krasseres und dann denkt man sich schon so, okay, man will was zurückgeben, man will Teil davon sein, man will das ernsthaft machen, man möchte nicht nur ein paar Fotos schießen und dann wieder nach Hause gehen, sondern man möchte wirklich Teil davon sein und wirklich das machen, was die Menschen dort vor Ort eben auch machen müssen. Genau, und dann kam eben dieser Entschluss, also wirklich vor Ort eigentlich, Inspiration durch starke linke Persönlichkeiten, würde ich sagen. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann eben doch anders als ursprünglich geplant, bereit war zu diesem Risiko. Ja. Man muss auch sagen, es wird dann ganz schnell normal. Also, ich weiß noch, als ich die erste Waffe gesehen habe dort, das war sehr schockierend oder berührend irgendwie der Moment, aber irgendwann muss man sie jeden Tag tragen und darf sie nicht aus den Augen lassen und dann ist es irgendwann tatsächlich unnormal und man vermisst sie, wenn die Waffe nicht mehr da ist, also wenn man wieder zurück ist. Also es wird dieser Krieg, dieses Gewalt wird sehr schnell normal und man verliert nicht den Respekt davor, man denkt, ja doch klar, das kann ich doch auch, das machen doch die alle, warum kann ich das nicht auch machen und so.